Ja, vielen Dank, Herr Seitz. Ja, jetzt stehe ich hier oben und nehme zum ersten Mal in meinem Leben mein Recht auf Demonstration wahr. Ich müsste eigentlich da unten stehen, aber heute stehe ich hier oben und will Ihnen einfach mal so ein bisschen erzählen, was mich bewogen hat, die Petition einzureichen. Ja, auch was mich bewegt, überhaupt hier oben zu stehen und heute zu Ihnen zu sprechen. Und ich habe mal zwei Zitate von Politikern mitgebracht. Das eine aus dem Jahre 1961 von Walter Ulbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das hat er im Frühjahr gesagt. Im August 61, da war ich einen Monat alt, jetzt wissen Sie aber auch, wie alt ich bin, da hat er sie gebaut. Besser? Ja, also, okay. Also, im Frühjahr 61 sagte Ulbricht, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Im August 61, da war ich einen Monat alt, jetzt wissen Sie auch, wie alt ich bin, da fing sie an zu bauen. Im Jahre 1999 sagte der Jean-Claude Juncker Folgendes, und das ist im Spiegel wiedergegeben, also 99, ja. Jean-Claude Juncker ist ein pfiffiger Kopf. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob etwas passiert. Verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wird, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück gibt. So wurde bei der Einführung des Euro-Verfahrens, als tatsächlich kaum jemand die Tragweite der ersten Beschlüsse 1991 zur Wirtschafts- und Währungsunion wahrnehmen wollte. Soweit der Spiegelartikel. Das ist Teil der Strategie von Politikern, schon zu allen Zeiten gewesen. Ob beim Mauer- oder beim Europabau. Sie behaupten frech das Gegenteil von dem, was geplant ist, oder sie instrumentalisieren die Unwissenheit der Wähler und Wählerinnen. Und das ist eine Strategie, die ich persönlich zutiefst ablehne. Und aus diesem Grund habe ich im Frühjahr diesen Jahres die Petition eingereicht. Und der Herr Seitz hat es gesagt, knapp 13.700 Menschen haben sie mitgezeichnet. Und das waren für meine Frau und für mich sechs harte Wochen, weil ich intensiv auch an der Moderation bleiben wollte. Und diese 13.700 Menschen haben auch ihren Willen kundgetan. Und er lautet kurz gefasst, Deutschland soll keine Schulden anderer Länder übernehmen oder dafür mittels Bürgschaften haften. Worum geht es jetzt bei den ESM, bei dem europäischen Stabilitätsmechanismus? Mir ist schon bewusst, dass das heute bei den allerwenigsten im Kopf und auf dem Radar ist, weil alle reden über den aktuellen Rettungsfonds, der ja bis Mitte 2013 befristet ist. Und ab dann soll dieser ESM wirksam werden. Das heißt, jetzt in diesen Monaten laufen ja auf europäischer Ebene die Vorbereitungen für diesen ESM. Bei dem ESM geht es darum, letztlich Gelder für überschuldete Länder bereitzustellen, die einfach, ich sag's mal ein bisschen salopp, keine Kohle mehr haben. Ja, vor der Euro-Einführung waren hohe Zinsen von 15-20% für Griechenland, Portugal und Italien normal. Die kannten da nichts anderes. Ja? Und erst durch die Euro-Einführung überhaupt fielen die Zinsen, weil die Finanzmärkte diesen Ländern quasi unser Vertrauen, unsere Bonität geschenkt haben. Und die haben eben erst vor 3 Jahren gemerkt, dass das wohl anders ist. Und darum soll künftig per ESM der Weg in die umfassende
ja, Schuldentransfer auf europäischer Ebene gegangen werden. Diese europäischen Politiker, und da zählen auch viele Deutsche dazu, wollen also die Übernahme der Hauptlast dieser Schulden letztlich durch Deutschland. Zum Thema Schulden hatte er seit schon viel gesagt, deswegen will ich da jetzt gar nichts zu sagen, auch nicht zu den Haftungssummen. Das sind Dinge, die sind wichtig, aber noch viel, viel wichtiger ist für mich, und das hat mich motiviert, diese Petition einzureichen, die politische Komponente des ESM-Vertrags. Denn, und da bin ich persönlich zutiefst von überzeugt, und deswegen stehe ich heute hier, hat der ESM ein politisches Ziel. Genau so, wie 1991 noch niemand die Tragweite der Beschlüsse erahnen konnte, die 91 getroffen wurde, so sind heute, denke ich, nur sehr wenige in der Lage, die Tragweite der Beschlüsse zu erkennen, die mit dem ESM getroffen werden sollen. Denn wenn man in den ESM-Vertrag reinschaut, da findet man schon, finde ich, sehr beunruhigende Dinge zu lesen. Denn der ESM soll umfassend vor gesetzlichen Zugriffen geschützt werden. Seine Gebäude dürfen nicht durchsucht werden, gerichtliche Beschlagnahmungen sind verboten und seine Archive sind unverletzlich. Ja, so ist es. Aber es wird noch doller. Die Mitarbeiter des ESM sollen alle mit einer umfassenden Immunität ausgestattet werden. Und diese Immunität kann nur der ESM selber aufheben. Also kein nationales Gericht, kein europäisches Gremium kann diese Souveränität aufheben. Das können nur die selbst machen. Ja? Diktatur! Das ist eine Diktatur, ja. Und das soll eine reine Finanzinstitution werden. Also, ich habe da meine Zweifel dran. So, jetzt muss ich mal den Punkt sortieren. Und nur zum Vergleich, der aktuelle Rettungsschirm, ja, der jetzt aktuell diese Milliardenbeträge auszahlt, das ist eine ganz normale finanzielle Verrechnungsstelle. Die haben diese Rechte nicht. Ich frage mich, weshalb diese umfassende Immunität? Wozu dient sie? Und dazu fällt mir nur eine einzige Antwort ein. Der ESM ist eben nicht nur eine weitere Behörde. Alle Anzeichen sprechen heute schon dafür, dass der ESM einmal dazu dienen soll, Parlamente und Regierungen zu steuern. Und zwar per Finanzen. Und deshalb wird er vor einem Zugriff so umfassend geschützt. Ja. Wer dieser Tage die Zeitungen liest, der stößt permanent auf Forderungen der Euro-Rettungspolitiker nach finanziellen Kontroll- und Strafmechanismen. Und den weitreichendsten Vorschlag, den macht unser Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble. Nachzulesen ist in der Zeitung Die Welt von dem 17.10. folgendes. Da wird also der Herr Schäuble wiedergegeben, man werde die Eurozone in Richtung einer Fiskalunion entwickeln, sagte er beim Treffen der Finanzminister der G20. Vor einer Woche hatte er das Wort schon einmal vor Vertretern der CDU-Basis im Konrad-Adenauer-Haus in den Mund genommen. Er testet offenbar, was es auslöst und wie es ankommt. Soweit der Weltartikel. Also der Herr Schäuble testet. Nicht wie die Stiftung Warentest, sondern wie ein Politiker testet. Er stellt etwas in den Raum und schaut nach. Gibt es ein Geschrei? Ja! Danke. Führende Politiker in Deutschland und Europa wollen ganz offenkundig die alternativlose Fiskalunion. Und darin sind sie sich einig mit europäischen Großbanken und internationalen Konzernen. Darin sehen sie die Lösung der europäischen Schuldenprobleme. Und die sieht vor,
dass Schulden mit noch mehr Schulden bekämpft werden. Und eine solche Fiskalunion braucht halt auch einen Finanzverteilungsapparat. Und da bietet sich der ESM geradezu an. Denn er ist eine unantastbare Einrichtung, die geschaffen werden soll. Nur wollen wir, die Wählerinnen und Wähler, und wir gehören auch zu den restlichen 99%, diese alternativlose Fiskalunion, die bereits heute ihre Schatten vorauswirft, die immer mehr Menschen in südeuropäischen Ländern in Verzweiflung, Wut und Ärger und auch stürzt und auch schon zu Toten geführt hat. Und die auch hier in unserem Land immer mehr Menschen erschreckt und hoffnungslos zurücklässt. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir, ja, wir sind das Volk, richtig. Und wollen wir das Volk eine Fiskalunion und damit für die Schulden anderer Länder aufkommen? Wollen wir ein solches undemokratisches System, das unsere nationale Souveränität unterläuft und aushaltet? Wollen wir den ESM, das kommende, künftige europäische Schuldenmonster? Nein, wir wollen es ganz bestimmt nicht. Und nein, wir wollen auch nicht unsere Souveränität aufgeben, sondern selbst darüber bestimmen, wozu wir unser Geld ausgeben und wie viel. Eine Fiskalunion wird letztlich zum Brandbeschleuniger, der den Fall Europas herbeiführt. Denn die Menschen in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien wollen ihr Leben leben, in ihrer Kultur und unter ihren Randbedingungen. Und wir in Deutschland, den Niederlanden, in Österreich, in Finnland und auch in der Slowakei, wir wollen unser Leben und nicht andere zwingen, so zu leben, wie wir leben. Aber genau das muss und wird in einer Fiskalunion geschehen. Eine Fiskalunion von wirtschaftlich sehr verschieden starken Ländern ist wie ein Korsett. Ist wie ein Korsett, das den einen die Luft zum Atmen nimmt und den anderen über die Hüfte rutscht. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, dass das Geschrei anfängt und die Demonstrationen gegen die Abschaffung unserer Souveränität, gegen weitere Aufschuldungen, Bürgschaften und den ESM beginnen. So wie ich Herrn Juncker verstehe, ist das offenbar die einzige Sprache, die Politiker verstehen und die sie zum Handeln zwingt. Wir brauchen nun wirklich kein Deutschland, das immer stärker in die Rolle von Europas Zuchtmeister hineingerät. Und deshalb ist es jetzt auch an der Zeit, auf die Straße zu gehen, dass wir auch in Zukunft mit unseren europäischen Nachbarn in Frieden, Freiheit und gegenseitiger Achtung zusammenleben können. Und um das zu bewahren, brauchen wir nicht Europas Schuldenmeister Nummer 1 zu werden. Denn wirkliche Freundschaft bekommt man geschenkt. Man kann sie sich nicht erkaufen. Sie wird einem geschenkt. Tun wir also dem Herrn Juncker und anderen Politikern den Gefallen und packen wir es an. Gehen wir auf die Straße wieder und immer wieder.